Guten Morgen, ERC-Fans. Ich stehe hier direkt an der Bande, der Eisfläche in der Eisarena. Das Training des ERC Wolfsburg ist beendet und ich warte auf Sebastian Vogel, einen der beiden Torleute des ERC. Und er wird mir ein bisschen was erzählen zur sportlichen Situation, die momentan nicht so toll ist, zu seiner eigenen, wie er seine Rückkehr in die DEL empfunden hat und wie es demnächst wieder aufwärts gehen kann mit dem ERC. Sebastian Vogel, nach den ersten 20 Spielen, 9 Einsätze, wie bist du zufrieden mit deiner Rückkehr in die DEL? Ja, mit 9 Einsätzen bin ich erstmal persönlich schon zufrieden. Mit den Resultaten mal mehr, mal weniger. Ich denke, ich habe immer alles gegeben und das war für mich das Wichtigste. Ich denke, ich habe wieder das DEL-Niveau erreicht und darauf möchte ich jetzt einfach aufbauen. Für die Mannschaft läuft es aktuell eher schlecht, Tabellenplatz 13. Was sind die Gründe für die sportliche Krise? Ja, zum einen muss man natürlich die Verletzten-Misere ansprechen. Das war dieses Jahr nicht so normal. Zum anderen müssen wir einfach Wege finden, Spiele zu gewinnen. Wir haben Spiele, da funktioniert es in der Offensive, dann geht es in der Defensive nicht und andersrum. Und wir müssen versuchen, dass wir wirklich alle zusammen am gleichen Strang ziehen und besser zusammenhelfen. Manager Charlie Flickhoff hatte bei der Kritik der Mannschaftsteile bei den Torleuten angesprochen, dass sie seiner Meinung nach zu selten noch ein Spiel entscheiden. Kannst du das nachvollziehen? Na gut, ich denke, wenn man auf dem letzten Tabellenplatz steht, gibt es viele Baustellen. Ich für meinen Teil kann nur sagen, ich versuche der Mannschaft in jedem Spiel die Chance zu geben, zu gewinnen. Mehr kann ich nicht machen und das denke ich, ist mir eigentlich in jedem Spiel bis auf in einem gelungen. Und das ist immer noch ein Mannschaftsspiel, ob wir gewinnen oder verlieren. Was fehlt in der Mannschaft insgesamt noch, um ja, die Wende endgültig einzuläuten? Ja, was wichtig ist, ist, dass die verletzten Leistungsträger jetzt wieder zurückkommen, Stück für Stück. Und ich denke, dass wir mental nochmal stärker werden, runterfahren, alles vergessen, was in der Vergangenheit war und einen neuen Aufbau starten. Gab es denn positive Ansätze in den letzten Spielen? Ich finde, es gab sehr viel Positives in den letzten Spielen. Wir haben gewonnen, beziehungsweise wir waren immer knapp dran zu gewinnen. Und darauf kann man aufbauen, denke ich. Uns hat jetzt kein Gegner in den letzten 4 Spielen wirklich geschlagen, sondern wir haben entweder gewonnen oder wir haben es dem Gegner am Schluss dann leicht gemacht zu gewinnen. Ja. Jetzt habt ihr am Wochenende die Gelegenheit, zweimal die Tabellensituation weiter zu verbessern. Es geht nach München und ihr spielt zu Hause gegen Mannheim, aber auch keine leichten Gegner. Ja, in der Liga ist kein Gegner leicht, vor allem nicht an unserer Position momentan. Ich schätze München sehr unberechenbar ein mit den beiden neuen NHL-Spielern. Aber nichtsdestotrotz sind wir mannschaftlich stärker, denke ich, und können da auswärts Punkte einfahren. Wir sind dieses Jahr sowieso auswärts nicht so schlecht. Und gegen Mannheim zu Hause müssen wir einfach alles geben, kämpfen. Und wir waren in Mannheim schon knapp dran, haben nur unglücklich verloren und jetzt möchten wir das Glück umdrehen. Und am Sonntag gewinnen und vielleicht können wir mal ein 6-Punkte-Wochenende einfahren. Dann glaube ich, sieht es schon wieder ganz anders aus.